Ja, servus dem Haul und grüß euch, die Buben. Ja, wo soll ich viel sein? Ich bin natürlich wieder mehr an der Donau hier unten. Und zwar, ich will da bei einer Challenge mitmachen. Und zwar diese 3 Zutaten-Challenge. Ja, so schaut mein Boot jetzt aus. Vom Kanal Free Solo Bushcraft. Das Video dazu verlinke ich da natürlich gerne oben. Und ich wollte es eigentlich da herum machen, aber da ist es mir ein bisschen zu windig. Ich werde mir jetzt ein bisschen eher mehr in den Dschungel reinwerfen und machen wir es dort gemütlich. Und dann machen wir diese Challenge einmal, weil einen Hunger habe ich eh schon. Gehen wir. Ja, vom Wetter her war es ja super. Wir haben wirklich 12 Grad. Aber der Wind ist halt ein bisschen ekelhaft. Ja, da wieder Perlachonende, aber den darf ich heute nicht verwenden, weil ich habe 3 andere Zutaten. Ja, ich muss sagen, das gefällt mir da gar nicht so schlecht. Ich habe zwar meinen Hocker wieder dabei, aber der Baum gefällt mir. Ich glaube, da bleibe ich. Ein bisschen Platz machen und dann geht das schon. Das Platzerl ist gekauft. Ja, wie man sehen kann, ich habe mir es gemütlich gemacht. Haben wir schon mal alles hergekriegt. Heute ist auch mein großer Topf dabei. Und da drin sind auch meine 3 Zutaten für die Challenge. Und ja, es ist nichts Außergewöhnliches. Ich wollte zuerst was anderes machen, aber wir bleiben heute einmal eher dezent gehalten. Ja, was habe ich dabei? Frischen Reis im Kochbeutel, den werden wir sie machen, das ist die erste Zutat. Dann gibt es dazu Erbsen, das ist die zweite Zutat. Wie gesagt, den Reis muss man noch machen, der ist komplett ungekocht, genauso die Erbsen sind tiefgekühlt. Und die dritte Zutaten bei mir sind so kleine Paprika, die schneide ich mir dann schön klar am Schluss. Schmeißt die dann noch dazu, dass das einen farblichen Akzent hat quasi. Ich tät gern mit Bärlauch verfeinern, darf ich aber nicht, aber ich habe sowieso noch zum Abschmecken noch was mit. So, und ich würde sagen, wir brauchen da jetzt einmal, ich habe heute ein bisschen mehr mal mit. So. Schauen wir mal. Der Reis wird sicher gute 20 Minuten heute brauchen. Das heißt, wir füllen da mal einiges rein. Jawohl. Geben da schon mal einen Schluck Wasser dazu. Schmeißen wir den Rest rein. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Macht ja nichts. Und dadurch, dass der im Kochbeutel ist, ist der schön separat. Da schmeißen wir jetzt noch die Erbsen dazu gleich. Und das lassen wir jetzt einmal eine Zeit lang kochen. Ich schätze, es wird gute 20 Minuten dauern. Wir haben jetzt da kurz vor 12:30. Ja, also warten wir einfach einmal an. In der Zwischenzeit werden wir dann meine Paprika schnipseln. So, dann werden wir sie einmal den machen. Das werden wir nachher dann mitnehmen. Die, wie gesagt, die werden wir wirklich ganz klein schneiden. Und die kommen dann am Schluss dazu. So, und jetzt noch den roten.
So, die habe ich da schon herüben. Und die gleich dazu. So, die haben wir schon fein sauber geschnitten. Passt. Dann kommen wir nachher dann schicken wir gleich dazu. So. Ja, da tut sich ja schon was, passt. Ja, da ist dann natürlich noch meine Spezialwürze dabei, die kommt dann noch drüber. Das sind ein paar Kräuterchen, sie selber zusammengemischt. Ich glaube, da sind 15 verschiedene drin. Habe ich immer wieder sehr gern. Ja, wunderschönes Wetter heute. 12 Grad da hinten, wo es windstill ist. Ein Träumchen kann ich nur sagen. Bärlauch gibt es zwar überall genug. Und ein bisschen naschen kann ich schon vorher. Super, der tät da noch fallen, aber ich darf nicht. Ja, ich denke, ich zeige euch mal, wie es da so vor mir ausschaut. Also ich bin da wieder mitten im Dschungel herinnen, wunderschön. Echt schön da herin, gefällt mir sehr gut wieder. Da blubbert unser Papi. Und natürlich wieder mal überall Bärlauch. Ja, es sind jetzt locker 20 Minuten um. Ich werde mal so Erbsen kosten. Wenn es mir nicht runterfällt vorher. Mhm. Ja, der Reis schaut auch gut aus. Ja, Ungeziefer ist auch schon wieder da. Ich glaube, das schaut gut aus. So, den Reis noch aufschneiden. Eine da damit. Haha, Hascha. Aber wir haben ja alles da, nur verwenden wir es halt nicht wirklich. Ja, das. Schaut einmal wirklich lecker aus. So, ein bisschen was Buntes dazu. Heute leben wir mal gesund. Und was nicht fehlen darf, jede Menge Würzung. Also da wird bei mir nicht gegeizt. Ja, so schaut mein Boot jetzt aus, mit drei Zutaten, der Reis, die Erbsen und Paprika, und den lasse ich mir jetzt auch schmecken. Ich mit dieser Drei-Zutaten-Challenge sage wirklich danke dafür, dass ich nominiert worden bin, hat mir echt getaugt, mache ich natürlich sowieso gern beim Essen, bin ich eh immer dabei, und heute einmal ganz was anderes, also wie gesagt, heute ohne Fleisch, und ich sage, Mahlzeit. Sehr gut. Ja, das kann man essen. Gut gelungen, Reis ist auch schon durch. Natürlich darf für mich Energy nicht fehlen. Und haben wir heute Wassermelone. Gut, ich werde schon einmal in Ruhe essen, oder eigentlich gemütlich in Ruhe essen, und dann hänge ich wieder dazu. Freunde, das war jetzt da gigantisch. Wow. Bei den letzten Bissen habe ich schon gekauft, aber das war halt wirklich so gut. Habe ich eigentlich verdünnen müssen quasi. Ja. War echt super, natürlich kann man das, wenn man nicht bei der 3-Zutaten-Challenge mitmacht, das Ganze noch verfeinern, vorher vielleicht mit einem Spägau-Resten oder so, ist der Geschmack natürlich noch was anderes. Aber ich muss sagen, das war wirklich vom Feinsten quasi.
hat mir echt geschmeckt. Ja, ihr wisst, was mir jetzt noch fehlt. Ja, nominieren sollte man wen, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer schon alle mitgemacht hat und wer noch alle mitmachen will. Ich will das auch nicht, dass das irgendwie in einen, quasi in einen Zwang ausartet. Von daher wäre ich auch nicht wirklich ein Nominieren, sondern nominiere jeden. Und ich sage einmal, es kann gern jeder mitmachen, was will. Ich will da jetzt nicht irgendwelche namentlich nennen. Ja, und wie zu jedem guten Essen gehört natürlich auch ein guter Kaffee und das gehört zur Challenge wahrscheinlich dazu. Das ist außertürlich natürlich, oder? Meine Krankensessel an euch denke ich wie immer. Werdet mal gesund, alle anderen werdet mal nicht krank. Prost! Ja, das kommt gut nach dem Essen. So, erledigt. Das ist hauptsächlich gerne um die 3 Zutaten Challenge. Ich hoffe, ich habe es bestanden. Und ja, packe jetzt da schon langsam wieder alles zusammen und wir Richtung Retour gehen. Ja, Freunde, ich will mich gleich jetzt da von euch verabschieden. Bin sowieso auch gleich beim Auto, das ist nicht mehr so weit. Da ist es ja hauptsächlich jetzt um die Challenge gegangen. Ich bedanke mich nochmal herzlich für diese tolle Aktion. Und für alle anderen fürs Zuschauen und so wie immer. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch, die Buben.